Herzlich willkommen bei LT Performance. Heute an einem Tisch. Nicht auf der Couch, nicht am Tisch. Ich brauche heute ein bisschen einen Spickzettel. Wir haben uns mal gedacht, und was wir immer wieder öfter gefragt worden sind, auch von Kunden hier vor Ort, du, was gibt es eigentlich für Autos, die relativ günstig sind? Das heißt, im Verhältnis zum Anschaffungspreis einen eigentlich recht erschwinglichen momentanen Preis, wo man wirklich was tunen kann, wo man ja, individualisieren kann. Wir haben uns jetzt ein paar Fahrzeuge rausgesucht aus verschiedenen Firmen und auch von verschiedenen Kategorien. Also von etwas älter, ganz sportlich, bis einen wirklich Luxuswagen, was vielleicht auch irgendwie so zur Firma passt. Wir würden euch da mal ein paar vorschlagen, was wir jetzt eigentlich ganz cool finden und wo vom Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was sie bieten, auch schön zum Tunen werden und was ein bisschen so Underdogs sind. Also nicht Autos, die jetzt straight immer nur die auf erster Stelle stehen, sondern wo man vielleicht einmal auf den zweiten Blick dann irgendwas Cooles hat und wo man sehr gut individualisieren kann. Also fangen wir mal vorne an. Audi, wir haben uns jetzt entschlossen, einen Audi S3 8J zu nehmen. Das ist natürlich eigentlich schon mal eine coole Geschichte, ein 1.8T mit Allradantrieb. Im Vergleich zu VW R32 oder sowas sehr teuer, sehr günstig zu haben, weil der VW R32 ist im Preis erstaunlich hoch. Der S3 ist ein wenig unterschätzt. Muss man wissen, warum der 1.8T? Vielleicht der 1.8T, weil es nicht der 3.2 Liter war. Da ein bisschen unterschätzt, sehr günstige Fahrzeuge, sehr oft getunt. R32 Motor im S3 mit Turbo, Allrad ist schon drin, die ganzen Vorbereitungen sind da, der Innenraum ist auch relativ cool. Also zum Tunen mit irgendwelchen 18, 19 Zoll Felgen, eigentlich ein schönes Auto, was vielleicht in den nächsten Jahren ein bisschen kommt, auch aus dem Grund, weil viele natürlich verheizt wurden, weil die waren natürlich sehr günstig. Und das war eigentlich ein Fahrzeug, was vielleicht in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr kommt, also schon fast als Klassiker. Dann haben wir uns überlegt, Thema BMW, da bin ich nicht ganz so drin, ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt von unserem Azubi, der einen 335i fährt, Baujahr 2013 mit 306 PS Serie, was eigentlich ganz cool ist. Der 6-Zylinder Biturbomotor kriegt man jetzt mal grob zwischen 12, 15, 16 kriegt man eigentlich schon ein ganz nettes Auto und hat 306 PS, gibt es als Limo, Kombi, Cabrio, alles was man so möchte und zum Tunen eigentlich ganz cool. BWS hat da immer schöne Sätze dafür an Felgen, Gewindefahrwerk, dann sieht das Auto immer sportlich elegant aus, also ein langes Coupé von BMW, das finde ich da ganz schick. Das ist was vom Preis-Leistungs-Verhältnis, denke ich, als BMW relativ ansprechend ist, auch bis 450 PS, sagen wir. Ja, wo es mit Ladeluftkühlern, mit Software-Upgrade und so weiter eigentlich relativ gut zu handeln ist. Und vor allem klingt eigentlich ganz gut, mit einer schönen Auspuffanlage dran, klingt die eigentlich wirklich ordentlich. So, jetzt haben wir eine Luxuskiste, ein Mercedes CL500 haben wir uns rausgesucht, 5,5 Liter Sauger. Ich weiß jetzt nicht, welches Baujahr, 387 PS sollte der haben. War gedacht ja eigentlich von Mercedes, nicht ganz so luxuriös wie die S-Klasse, aber ein bisschen das sportliche Flair mit reinzubringen, 5,5 Liter, aber auch diesen Luxus vom S-Klasse mitzunehmen, aber in einem leichteren Bauform, ein bisschen leichtfüßiger. Mit 387 PS hat man 5,5 Liter V8, also ein richtig dickes Ding, was ein bisschen ein Manko ist, der bollert nicht, so wie man sich das vorstellt für ein V8, aber deswegen Tuning. Eine schöne Auspuffanlage dran, kannst schöne große Felgen fahren von den großen AMG und braucht man gar nicht zu tiefer legen, das Auto scheint immer elegant aus und trotzdem ohne die fehlende B-Säule, elegante fließende Form, wie so bei den alten Mercedes, eigentlich eine ganz schöne Geschichte und eher so Richtung Luxus angesiedelt. Das war eigentlich so der Gedanke zu Mercedes. Dann haben wir uns bei Porsche überlegt, natürlich relativ schwierig, weil jeder springt Porsche immer auf einen 911er an. In allen Bauformen. Ja, Elfer ist immer sportlich, jeder kennt das Auto, jeder weiß es. Zum Tunen immer ein bisschen schwierig, weil die Anschaffungskosten relativ teuer sind. Wir haben uns jetzt mal gedacht, den Cayman, also das Pendant zum Boxster, also nicht das Cabrio, sondern das Coupé-Modell, ein bisschen männlicher. Und mit dem 6-Zylinder-Heckmotor eigentlich ganz ein nettes Ding. Also wie gesagt, 245 PS hat er. In der Variante, wo wir jetzt mal da angeschaut haben, und gibt es so ab 16.000, 18.000 Euro mit 100.000 Kilometer. Also sowas
relativ erschwingliches im Vergleich, wenn ich einen 911er will, ist das natürlich relativ wenig. Aber eigentlich sehr ansprechendes Fahrzeug. Man muss sagen, der Cayman ist auch was, was man an der Landstraße relativ flott bewegen kann. Das Fahrwerk serienmäßig schon ganz gut, der Klang auch, also muss man sagen, der Boxer, der klingt gut im Cayman. Was immer geht, eine schöne große Felge, 19 Zoll drauf auf den Cayman und einen schönen Michelin-Reifen, dann kann man das wirklich zu der Kurvenharz bewegen. Das war also eine relativ sportliche Sache. Natürlich Luxus jetzt ja nicht ganz so das, wie jetzt, wenn wir vorher bei Mercedes haben. VW, jeder kennt einen GTI, einen Golf GTI, mittlerweile der Polo auch ganz, ganz spannende Geschichte, weil er einfach schon größer ist mittlerweile als ein 2er Golf, größer, also annähernd 3er Golfgröße hat. Also auch eine spannende Sache. Aber wir haben uns mal einen Phaeton rausgesucht. Ich glaube, ein sehr unterschätztes Fahrzeug. Weiß man nicht ganz genau warum, weil VW in die Luxusklasse wollte. VW wollte in die Luxusklasse, ist aber nie wirklich akzeptiert worden, wie SL oder 8er BMW, die da eigentlich schon die Vorherrschaft hatten. Dadurch, die Stückzahlen gering, wurde in der Manufaktur, in der gläsernen Manufaktur produziert. Also eigentlich sehr spannendes Fahrzeug mit ganz, ganz vielen Ausstattungsfeatures. Also wo man für ein relativ geringes Geld, sage ich jetzt mal für 18.000 bis 25.000 Euro, kriegt man also ein Fahrzeug mit unter 100.000 Kilometer, entweder mit einem dicken V8, der auch mit einer entsprechenden Auspuffanlage richtig bollert, oder eben dann mit einem 3 Liter TDI, was auch auf Strecken super gut zu fahren ist, mit Massagesitzen im Heck, Sitzheizung und Belüftungen hinten. Also gibt es unfassbar viel Ausstattung, das Ganze wirklich in dem Luxussegment angesiedelt. Und ich glaube, wenn man ein Luxusfahrzeug fahren möchte, mit der Ausstattung gibt es nicht viel Alternativen an den Phaeton. Ist und bleibt der VW, aber ist wirklich ein tolles Fahrzeug mit sehr viel Luxus ausgestattet. Also ein bisschen unterschätzt meiner Meinung nach, der Phaeton, vielleicht ja auch zum Tunen. Also es gibt ab und zu in der Szene mal ein, zwei Leute, die so einen Phaeton einmal gemacht haben, mit einer großen 20 Zoll Felge, das Ding mal richtig auf die Nase mit Airride. Also das wäre Optionen. Für jemanden, der sagt, du Luxus und ich möchte aber trotzdem Tuning, vielleicht was man auch mal schauen muss, was in den nächsten Jahren kommt. Als letztes haben wir uns gedacht, an die Japaner müssen wir auch noch mit reinnehmen. Nicht zuletzt, weil wir AK Motorsport bei uns im Haus haben. Die machen zwar nicht Mitsubishi, aber wir haben uns jetzt mal so ein Mitsubishi Evo angeschaut. Jeder findet das Auto geil. Der Allradantrieb wirklich aus der Rallye gesehen oder kommt fast straight aus der Rallye. Muss man mal gefahren haben. Also das Auto ist wirklich nett zu fahren und der Allradantrieb ist wirklich was. Ja, probiert es mal aus. Also Mitsubishi Evo 9, Evo 10, meiner Meinung nach auch sehr schöne Fahrzeuge. Gibt es unfassbar viel Tuningpotenzial an Bodykits, an Ladeluftkühlern, an Turbolader-Upgrades. An ganzen komplett umbauten Kolben bis hin zum 2,5 Liter, alle Möglichkeiten mit Vollschalensitzen, mit Käfig, mit Straßenvariante, also wirklich bis hin zu der Rallye-Version in dem Auto alles möglich. Und wir sind mit 295 PS in Serie schon mal ganz gut motorisiert aus dem Vierzylinder-Turbo raus. Und gibt es ja, also wie wir jetzt so rausgesucht haben, so ab 17.000, 18.000 Euro kriegt man da in die Richtung was. Und Tuning-Potenzial zum selber schrauben, zum Kotflügel anpassen, zum Felgen von Japan Racing bis irgendwelchen wilden Umbauten. Also das ist wirklich geil, da könnt ihr euch richtig auslassen. Das ist natürlich auch die Tuning-Teile nicht so teuer, das ist eigentlich ein großer Vorteil. Was immer ein bisschen Thema ist bei den Japanern, ist das Ganze mit Zulassung etc. Das ist mehr so ein Kampf mit den Polizisten und auch mit dem TÜV. Aber zum Tunen, da könnt ihr euch richtig auslassen. Und es gibt ja mittlerweile auch gute Importeure, die da wirklich Ahnung davon haben mit deutscher Zulassung. Das ist richtig, genau. Es gab bis vor ein paar Jahren immer die Problematik, dass eben wirklich da keiner auch Ahnung hatte, was muss ich überhaupt machen, wie kann ich es zulassen. Die Szene hat sich da auch schon deutlich gewandelt, weg von diesem, ich kaufe aus Japan irgendwas, sondern es gibt deutsche Importeure, die auch die TÜV-Abnahmen und sowas dann wirklich übernehmen für die Japaner. Also auch ein sehr spannendes Fahrzeug. Zum Abschluss an der ganzen Sache. Lasst euch was einfallen. Wir haben jetzt mal einfach für uns mal ganz kurz zusammengeschrieben, was für Sachen oder was für Autos vielleicht ein bisschen unterbewertet momentan sind, wo noch ein bisschen Potenzial haben und wo einfach auch die Leute einen guten Spielraum haben, was dran zu machen. Und ich denke, manche Sachen sind vielleicht ein bisschen unterbewertet. Ihr habt jetzt über die Weihnachtsfeiertage, über die ganzen Corona-bedingten
habt ihr viel Zeit und könnt euch das mal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht kommt der eine oder andere auf ein Projekt, wo man sagt, Mensch, wirklich cool, mit nicht zu viel Einstiegsgehalt, aber auch wirklich cool selber gemacht. Also vielleicht haben wir euch da ein paar Anregungen gegeben, dann wären wir schon froh. Also, hat auf alle Fälle Spaß gemacht, für uns mal solche in Tuning mal in die Richtung sich zu überlegen und vielleicht kommt was raus dabei. Einen schönen Abend euch noch und bis dann.